Herzlich willkommen im Bundesministerium für Inneres. Hallo, mein Name ist Oliver Art. Mein Name ist Herbert Springnagel. Ich bin Leiter der Logistik im Bekleidungswirtschaftsfonds der Exekutive im Bundesministerium für Inneres. Und unser Referat ist zuständig für die Lagerung und für die Verteilung von Uniformsorten an die Exekutive für ganz Österreich. Kommt, ich zeige euch meinen Arbeitsplatz und was ich mache. Hier im Lager werden die Kleidungsstücke sortiert. Hier ist die Abteilung für die Polizeibekleidungen, zum Beispiel für die Auszubildenden österreichweit. Also hierher kommen Gruppen aus Vorarlberg, der Steiermark, Wien und so weiter und probieren ihre Uniformen aus, und wenn alles perfekt passt, werden die Bestellungen durchgeführt. Ja, die hörenden Kolleginnen können ein paar Gebärden, wie Guten Morgen, Hallo, wie geht's? Sie bemühen sich zu gebärden. Ein paar Kollegen begrüßten mich damals in der Früh mit der Gebärde Guten Morgen. Ich war überrascht und fragte nach, wer ihnen das gezeigt hätte. Auch mein Chef hat mich gleich mit einem Guten Morgen in Gebärdensprache begrüßt. Ich bin wirklich sehr gefreut, dass von allen meinen Kollegen und Kolleginnen die Bereitschaft gekommen ist, ein Miteinander mit dem Herrn Rat aufzubauen und ihn so schnell wie möglich zu integrieren. Seit 2005 ist die österreichische Gebärdensprache offiziell anerkannt. Seitdem hat sich etwas verändert, aber nicht viel. Es gibt noch gesetzliche Lücken im Bildungswesen, da gibt es noch viel zu tun. In der Arbeitswelt sind natürlich auch keine hundertprozentigen Chancengleichheit gegeben. In manchen Firmen läuft das sehr gut, in manchen weniger. Als dritten wichtigen Punkt möchte ich noch sagen, dass viele Hörende noch nicht wirklich bewusst ist, was es bedeutet, gehörlos zu sein. Hier gibt es noch viel Unklarheiten. Deswegen ist es wichtig, dass wir darüber aufklären und informieren. Als weiteren Punkt finde ich Sensibilisierungsarbeit wichtig, gemeinsam mit Hörenden. In Bereichen politischer Arbeit, im alltäglichen Leben und so weiter. Dass wir zeigen, was alles gebraucht wird, das ist wichtig. Es ist sehr wertvoll, dass der Herr Art bei uns im Team ist, weil durch seine Beeinträchtigung zeigt er allen anderen, dass es nicht darauf ankommt, sich auf ein Problem zu konzentrieren, sondern auf die Lösung. Und andere Menschen haben vielleicht nicht diese Beeinträchtigung, aber er zeigt, dass er seine Arbeit zu 100% bestens erledigen kann. Genauso in derselben Zeit. Und das freut mich für ihn ganz besonders. Und ich schätze, das ist auch das Wertvolle, ihn im Team zu haben, weil er anderen Menschen auch Mut gibt, wenn etwas nicht so perfekt ist. Mein Tipp für Jugendliche für eure berufliche Zukunft. Es ist wichtig, dass ihr eure beruflichen Ausbildungen schafft. Kümmert euch um Dolmetschbegleitung, besprecht alles mit euren Fachlehrkräften, ihr schafft das. Gebt nicht auf und keine Sorge wegen der Kommunikation mit Hörenden. Auch wenn es anfangs etwas holprig miteinander ist, das wird nach und nach besser, das schafft ihr schon. Also macht euch deswegen keine Sorgen, das klappt schon.